Jetzt analysieren wir mal den Insertion Sort. Das sind ja letztendlich alles elementare Operationen, die hier in jeder Zeile stehen. Und wir hatten gesagt, jede Zeile kostet mich irgendwie eine konstante Zeit. Und ich schreibe die jetzt einfach mal so rein. Ich sage mal, die erste Zeile, die kostet mich C1. Die zweite Zeile kostet mich C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Das steht jetzt für irgendwie Sekunden, Millisekunden, Minuten, Stunden, Jahre. Das ist relativ egal. So, und jetzt müssen wir zählen. Wie häufig wird denn die erste Zeile ausgeführt? N mal, genau. Ja, da wird ja sozusagen, ich prüfe die Schleifenabbruchbedingung. Ja, und das wird halt letztendlich genau N mal ausgeführt. Und das Innere der Schleife, wie häufig wird das ausgeführt? Das Innere der Schleife wird immer einmal weniger ausgeführt als die Abbruchbedingungen der Schleife. Ja, weil sozusagen der letzte Einstich oder die letzte Ausführung dieser Schleife ist, da stelle ich fest, dass ich in die Schleife nicht mehr einsteigen muss. J gleich 2 ist das erste Ding. 3, 4, 5, dann sind wir bei N. Und dann kommt N plus 1. Also N gleich 5. Gehen wir mal durch. Fängt mit J gleich 2 an. Das ist der erste Durchlauf. J gleich 3, J gleich 4, J gleich 5. Und dann ist das kommt die 6. Und da bricht er ab. Da steigt er in die Schleife nicht mehr ein. So, und in die Schleife steige ich halt in diesem Beispiel nur 4 mal ein. Das heißt N minus 1. So, Kommentarzeilen, die werden schon beim Kompilieren rausgefiltert. Die interessieren uns nicht. Wie häufig wird diese Zeile ausgeführt? Auch n minus 1 mal. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen überlegen. Jetzt haben wir ja das Problem, jetzt haben wir ja nochmal eine Schleife in der Schleife. Und die Anzahl der Schleifendurchläufe dieser While-Schleife hängt ja auch irgendwie davon ab, welchen Wert das J hat. Und natürlich von unserer Eingabe, ob das vielleicht schon sortiert ist oder nicht. Also was sage ich? Ich sage mal, mit TJ bezeichne ich jetzt einfach mal die Anzahl der Durchläufe dieser While-Schleife für den Schleifenindex J. Wie häufig kommen wir quasi hier hin? Ich muss jetzt aufsummieren. Und zwar, jetzt habe ich doch ein bisschen wenig Platz hier. J gleich 2, also das kennen Sie ja, ne? Summenzeichen. J gleich 2 bis N. Also ich muss jetzt quasi aufsummieren für die Durchläufe der Schleife. Und da haben wir ja gerade die Indizes von J gleich 2 bis N. Ja, für N plus 1 kommen wir da ja nicht mehr rein. Und dann muss ich mir halt angucken, wie häufig kommen wir denn hier rein. Und hier haben wir es natürlich genau einmal weniger. Ich lasse jetzt mal die Summenindizes weg. Und hier kommt hin TJ minus 1. Ja, das ist ja sozusagen das Innere der While-Schleife, einmal weniger als die Abbruchbedingung. Und hier genauso. Und hier unten, da sind wir aus der While-Schleife wieder raus, haben wir wieder N minus 1. So, und jetzt können wir das mal aufsummieren. Jetzt schreibe ich einfach mal hin. T von N, da summiere ich jetzt auf. T von N soll heißen, die Gesamtlaufzeit bei Eingabe der Länge N. Ja, das ist sozusagen die Größe der Eingabe. Das stecke ich hier immer rein. Und das muss ich jetzt irgendwie aufsummieren. Also irgendwie C1 mal N plus C2, kann ich gleich zusammenfassen, C2 plus C4 plus C8 mal N minus 1 plus C5. Ich lasse die Summenindizes mal weg. TJ plus C6 plus C7 mal Summe TJ minus 1. Das ist quasi die gesamte Laufzeit. Können wir natürlich noch nicht so richtig viel mit anfangen. Weil, was müssen wir jetzt tun? Jetzt müssen wir uns eigentlich noch angucken, wie verhält sich das denn mit der Eingabe? Was ist das denn für eine Art von Eingabe? Beispielsweise den Fall, Mensch, wie ist das denn bei einer bereits sortierten Folge? Dann können wir hier was ausrechnen. Oder wie ist das bei einer unsortierten Folge? Dann können wir das auch ausrechnen. Also um das Ding jetzt beurteilen zu können,
müsste ich mir jetzt irgendwie mal angucken, so bei Problemgröße n, muss ich mir alle möglichen Eingaben eigentlich anschauen, um irgendwie so die Qualität dieses Algorithmus beurteilen zu können. Ja, also ich würde jetzt mir quasi angucken, bei einer Folge der Länge 2 gucke ich mir quasi zweimal die Laufzeit an, beispielsweise bei einer Folge der Länge 3 oder bei einer Folge der Länge 4. Je nachdem, wie jetzt sozusagen die Eingabe vermischt ist, kriege ich da vielleicht so viele Schritte raus. Beispielsweise am wenigsten Schritte, haben wir eben festgestellt, brauchen wir wohl, wenn das bereits sortiert ist. Ja, das ist irgendwie dann T von N. Ich schreibe mal unten dran Best Case. Und ganz oben, das ist irgendwie Worst Case, wenn ich also am meisten Schritte brauche, das ist irgendwie Worst Case. Und da sehen Sie schon, ist ja nur ein Riesenunterschied, ne? Ohne jetzt dann so eine ganz genaue Metrik zu haben, aber das geht irgendwie so auseinander. Die Frage ist ja, wie beurteilt man jetzt so einen Algorithmus? Was ist irgendwie relevant für mich? Weil die Anzahl der Eingaben ist ja irgendwie vielfältig, ne? Ist das eine interessante Information? Best Case Verhalten? Mittelwert, ich mache einfach mal noch einen Vorschlag hier, Mittelwert, Average Case. Also Best Case ist irgendwie nicht so richtig interessant, weil wir können eigentlich jeden Algorithmus so implementieren, dass er immer in konstanter Zeit fertig ist. Bei einem speziellen Beispiel, indem ich das nämlich als Spezialfall abfange. Ne? Dann brauche ich sozusagen nur die Zeit, um die Eingabe mit meinem Spezialfall zu vergleichen. Ja, und dann bin ich sozusagen schon fertig. Also irgendwie Best Case ist nicht so richtig gutes Kriterium, um jetzt die Güte eines Algorithmus zu beurteilen. Worst Case könnte ein Kandidat sein. Da kann man einfach sagen, schlechter kann es nicht werden. Also Ziel wird hinterher sein, irgendwie so eine griffige Formel hinterher für dieses Ding zu haben. Ich hatte Ihnen da schon mal sowas hingeschrieben, als Beispiel O von n². Habe ich Ihnen einfach mal so an den Kopf geworfen. Also Worst Case, Garantie dafür, dass es schlechter nicht werden kann. Average Case könnte natürlich auch gut sein, ist aber häufig schwierig zu analysieren. Ja, was ist denn so ein mittleres Laufzeitverhalten? Was ist denn so eine, wie könnte denn überhaupt diese Eingabeverteilung aussehen, um das überhaupt zu bewerten? Das ist den Informatikern manchmal zu schwierig. Also sagen sie, so, wir machen das irgendwie ganz grob. Und das ist irgendwie unser Kriterium, Worst-Case-Analyse. Gucken wir uns doch mal an. Also, das war sozusagen unsere Formel. Jetzt überlegen wir uns, wie ist denn der Best-Case? Also, erster Fall, was kommt da raus? Nein, wir haben eine Folge der Länge n, die wir sortieren wollen. Also C1, also wir wollen das jetzt allgemein ausrechnen. Die bleiben hinterher irgendwie stehen, diese Konstanten. Ja? Wir müssen jetzt irgendwie gucken, letztendlich müssen wir überlegen, wir gehen auch mit einem allgemeinen n da rein, wir müssen uns überlegen, Best Case, wie sieht das mit diesem j aus, mit diesem tj aus? Ja? Also hier beispielsweise gehe ich überhaupt nicht rein. Also erster Fall bereits sortiert. While-Bedingung wird niemals wahr. Das tj ist immer 1. Ja, wir gehen sozusagen nur gerade oben rein. So, wenn wir das jetzt hier einsetzen, dann kommt da raus, t von n ist c1 mal n, muss ich mal gucken, ob ich das schon zusammenfassen kann, plus c2 plus c4 plus c8 mal n minus 1 plus c5 plus c6, c7 fallen weg. Ne? Und das ist gleich, wenn ich das dann irgendwie hier ausmultipliziere, kommt da raus c1 plus c2 plus C4 plus C5 und C8 hatten wir noch, ne? Plus C8. Das Ganze mal n. Und dann haben wir noch irgendwie plus, nee, minus muss das heißen. C2 plus C4 plus C8. C5 auch nochmal, weil das wird hier genau n minus 1 mal durchlaufen. Schleife von 2 bis n. Und das musste auch noch rein. So, also, was hier jetzt passiert, t von n ist irgendwie so dieser Form, a mal n plus b. Das heißt, das ist irgendwie eine konstante Größe, das ist nämlich genau das hier. Das ist eine konstante Größe, das ist das hier. Und wir haben sozusagen die Größe der Eingabe einfach als linearen Faktor da drinne. Das heißt, diese Laufzeit ist linear in der Größe der Eingabe. Also dieses t von n ist eine lineare Funktion von n. So, zweiter Fall wäre, Feld ist umgekehrt sortiert. Wie verhält es sich dann mit diesem tj? Tj war ja die Anzahl der Durchläufe der While-Schleife für den Index j. Worst Case ist, die Folge ist umgekehrt sortiert. Das heißt, wir laufen immer ganz bis zum Anfang durch. Das heißt, dann haben wir, das tj ist immer j minus 1.
So, und wenn wir das dann einsetzen hier oben und das dann ausrechnen, dann kriegen wir raus, t von n, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist gleich, also ein bisschen rechnen, dann kommt da sowas ganz Wildes raus. C5 halbe plus C6 halbe plus C7 halbe mal, und jetzt wird es halt spannend, jetzt kommt diese Eingabegröße nicht mehr linear drin vor, sondern quadratisch. Plus, und dann kommen ganz viele Konstanten in irgendwelchen Brüchen, plus irgendwie, ich schreibe einfach mal hin, sowas hier, Konstant mal n, plus irgendwie Konstante. Das heißt, insgesamt ist dieses t von n, ist quadratisch in n. Das heißt, die Größe der Eingabe fließt hier mit einem quadratischen Term in unsere Laufzeitanalyse rein. So, das war der Worst Case. Man sagt jetzt einfach, dieser Insertion Sort hat quadratische Laufzeit, weil der im schlechtesten Fall eine Laufzeit hat, die in Abhängigkeit der Größe der Eingabe ja sich quadratisch verhält. Das ist so der typische Sprachgebrauch. Und man schreibt beispielsweise auch dafür, der hat Laufzeit O von n². So, es ist ja immer noch offen die Frage, ist das nun gut oder ist das schlecht?